Das klingt gar nicht gut. Was ist hier los? Sie hat sich losgerissen. Fest, oh, okay. Maschinenraum, Bericht. Halt dich irgendwo auf der fest! Hilfe? Ist die Schwerkraft ausgefallen. Ah, pass auf die Spritze ab! So gut wie drin, halten Sie durch! Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Wird wohl nichts mit Riders. Ich glaube, da kommt dann bloß einer auf die Brücke. Okay, wenigstens eine weiß ja, was zu tun ist. Das ist ja schon was mal gut. Ansehen. Cora sagt mir jetzt schon zu. Okay, schauen wir uns doch mal an, was mit Sarah eigentlich los ist. Ich denke mal, sterben wird sie noch nicht gleich, ne? Das wäre ein bisschen verschwendet, dann hätten wir uns das auch sparen können, sie zu erstellen. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Klingt okay. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Klar, ich würde mich aber erstmal ein bisschen hier umschauen, muss ich sagen. Reden wir doch erstmal mit dem Doktor. Wir kümmern uns um sie. Sie schafft das schon. Okay, doch nicht viel mit reden. Aber ein bisschen umschauen können wir uns, ja? Vielleicht finden wir ja noch ein paar erste Hinweise darauf, was hier eigentlich so die Vorgeschichte ist. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Haben sich also nicht alle Kapseln bewegt. Ich würde sagen, wir hatten ziemliches Schwein gehabt, dass da die Schwerkraft aufgehoben wurde. Ansonsten hätte es uns sehr schnell sehr zermatscht. So, was gibt's denn bei dir, Hayes? Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Was genau? Oh, hier gibt's Infos. Das finde ich schon mal gut. Das könnten wir jetzt gebrauchen. Legen wir doch mal los. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Alles, erzähl mir alles. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Kommt man sich ja vor wie bei der Stasi, woher wissen die denn, dass ich hier gerade dran bin? Na gut, egal. Ich glaube, das hatten wir in den Teilen davor auch schon, dass sie so personalisierte Werbung auf der Citadel dann immer hatten, ne? Wenn man vorbeigelaufen ist. Na gut, warum nicht? Die anderen Archen. Es gibt also noch mehr als bloß die Hyperion, okay? Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Ah, okay. Es gibt also für jedes der Ratsvölker der Citadel eine eigene Arche, die aufgebrochen ist. Und 2185, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das Jahr, in dem die Reaper vernichtet wurden, ne? Beziehungsweise, ich weiß nicht, welche Story hier angewendet wird. Aber ich glaube, das ist nachdem Shepard erfolgreich war und gesiegt hat. Es ist ungefähr der gleiche Zeitraum. Also ich glaube, das ist das Jahr, in dem das Ganze passiert ist. Ich weiß halt nicht genau, wann die aufgebrochen sind.
Ich habe bloß noch im Kopf 2183 für Mass Effect 1 und ich glaube, es waren 2 Jahre zu Mass Effect 3 dann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall selber Zeitraum, als sie aufgebrochen sind und dann haben sie eben 600 Jahre in Stase gelegen. Also, wir sind zwar weit in der Zukunft, aber die Leute sind die, die damals im Prinzip auch schon gelebt haben in der Mass Effect Trilogie Zeit. Das heißt, theoretischerweise müsste man sogar auf Leute treffen können, die denen wir damals schon begegnet sind. Könnte passieren, wer weiß. Ich meine, wer weiß schon, wer hier auf den Archen rumspringt, ne? Aber was ist denn eigentlich unser Ziel hier in Andromeda? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Pathfinder ist ein Wort, das irgendwie, ich glaube, das wird ziemlich wichtig werden im Laufe des Spiels. Ich hab's schon öfter mal irgendwie gelesen, habe aber keine Ahnung, was es ist, ehrlich gesagt. Also würde ich sagen, wäre das doch mal ganz interessant herauszufinden, ne? Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Klingt so, als ob der Pathfinder quasi der Spectre der Archen wäre, so ein bisschen. Oder zumindest der Missionsverantwortliche, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung, also. Okay, bleibt noch die Andromeda-Initiative im Allgemeinen. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Klingt super. Ich weiß nicht, was die Nexus ist, aber ich nehme an, wir werden es noch rausfinden. Ich bin Gian Garvin, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Ja, bitte? Leg los. Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Warte mal, schreiben? Was? Du bist aber schon mit auf der Arche, oder? Keine Ahnung. Ich muss aber sagen, ich finde das Szenario ziemlich interessant, weil die Tatsache, dass wir in eine andere Galaxie, die auch nicht von den... Ich glaube, die Reaper, die waren wirklich bloß auf der Milchstraße, ne? In der Milchstraße. Die nicht von den Reapern... heimgesucht wird, dass wir uns da befinden, das eröffnet auch die Möglichkeit, dass wir auf Spezies treffen, die aus vorgegangenen Zyklen auf der Milchstraße stammen. Ich meine, es wäre ja möglich, dass andere, es waren ja alles Hochkulturen, die von den Reapern abgeerntet wurden, und es wäre ja durchaus möglich, dass diese Hochkulturen eben auch versucht haben, Archen zu starten und hier hinzukommen, und die hätten dann überlebt. Atmen Sie einfach tief durch. Bin ich geschwebt? Die Gravitation hatte einen kleinen Schluck auf. Welcher Tag? Welche Zeit ist es? Sie haben 600 Jahre geschlafen. Cora Harper, wir sind in Andromeda. Es hat geklappt. Im Großen und Ganzen ja. Wie fühlen Sie sich? Als hätte ich den übelsten Kater der Welt. Sie war jetzt nicht gerade sehr präzise auf seine Frage hin. Naja, gut, egal. Das war schräg. Ich weiß gar nicht, wo ich zuhören soll. Wie machen Sie das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geträumt hätte oder so. Gerade eben habe ich mich in der Milchstraße schlafen gelegt und jetzt... Jetzt sind Sie 2 Millionen Lichtjahre von dort entfernt. Kein Witz. Wir sind wirklich so weit geflogen. Ja, sind wir. Willkommen in Andromeda. Aber wir haben 2 Millionen Lichtjahre in 600 Jahren zurückgelegt, Alter. Ich verhungere. Wir fangen mal mit flüssigen Proteinen an. Keine Pfannkuchen? Ihr
Ihr Verdauungsapparat hat über 600 Jahre lang keine feste Nahrung verarbeitet. Wir müssen es langsam angehen. Also ich habe Kaffee zur Begrüßung bekommen. Mann, wie das schon klingt. 600 Jahre. Ja, und komplett ohne Pfannkuchen. Wie wär's mit flüssigen Pfannkuchen? Kaffee. Tut mir leid. Das Zeug ist breiig und milchig. Schmeckt wie Kleister. Also Trinkgeld gibt's dafür keins. Ja, schön. Angenehme Träume. Genau, lasse weiter schlafen. Okay, ich weiß nicht, ob du bloß Infos auf deinem Terminal abcheckst oder ob du die jetzt einfach weiter schlafen schickst oder was auch immer du da machst, aber naja. Ein Glück, dass da niemand drin war. Maschinenraum, hier Kryostation. Eine der Kapseln hier wurde beschädigt, als die Schwerkraft ausgefallen ist. Sie sollten vielleicht jemanden herschicken. Ja, du bist doch da, reicht doch. Okay, das sieht seltsam aus. Also das scheint ja tatsächlich bloß so die Aufbewahrungsstationen für die Kryokapseln zu sein. Ich vermute also, die meisten Leute auf diesem Schiff werden tatsächlich immer noch in Stase sein. Aber wir schauen mal. Hier gibt es also nichts weiter für uns, das ist eine Sackgasse. Sehen wir uns doch mal hier drüben weiter um. Da liegt doch zum Beispiel schon ein Datenpad, an dem ganz groß Datenpad dran steht. Das ist doch schon mal sehr schön. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden zurzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze, Captain Dunn. Gut, dass wir zum Pathfinder-Team gehören. Damit sind wir schon wach und alle anderen nicht. Hahaha. Schauen wir uns doch mal die Leute hier an, ein bisschen. Ach, träume ich noch oder stand die Welt gerade wirklich auf dem Kopf? Sie haben sich deine üble Beule eingefangen. Lassen Sie mal sehen. Wir sind gerade mal 5 Minuten in Andromeda und hatten schon unseren ersten Unfall. Dachten Sie, etwas würde leicht werden? Nein, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir schon vor der Landung Narben davontragen. Also genau genommen sind wir schon länger in Andromeda. Du bist halt bloß gerade erst aufgewacht, und? Mein Freund. Ich kann... Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ah, seid ihr nicht so sicher. 2 Jahrzehnte mehr hätten vielleicht nicht geschadet. Stimmt. Wir reden später. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Multitasking, nebenbei noch irgendwas auf dem eigenen Computer da abchecken. Warum sollte man auch die Leute anschauen beim Reden? Das scheint defekt zu sein. So viele Leute, die reden. Ich werde ganz verwirrt hier. Nachricht von Gian Garson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Gian Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative. Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ich werde versuchen, so ab und zu Gespräche mit aufzuschnappen, aber wir sehen schon, es wird so viel geredet und auch so viel durcheinander. Wir können nicht alle Gespräche mit verfolgen. Da würden wir auch niemals vorwärts kommen, glaube ich. Aber hier drüben schauen wir noch vorbei. Der Gravitationsverlust bedeutet, dass irgendetwas die Generatoren zum Ausfall gebracht hat. Und was? Etwas Großes. Diese Generatoren sind extrem robust. Es braucht schon einiges, um sie zu überlassen. Nur gut, dass seit 600 Jahren niemand mehr etwas gegessen hat. So ist uns zumindest nichts Erbrochenes um die Ohren geflogen. Immer das Positive sehen. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Ist auch egal. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid. Aber ohne Kaffee. Du hast doch schon einen Becher neben dir liegen. Du Lügner, du hast schon einen getrunken. Ich glaube, hier wurden schon einige getrunken. Kann ich verstehen. Sind Sie bereit? Ja, so ziemlich. Du willst nicht reden? Ich bin aus den Kolonien. Eden Prime. Sie hatten ein paar Probleme, nicht wahr? Es kam sogar zu Kämpfen. Ja,
Ich habe dabei Freunde verloren. Ich fand es halt Zeit für einen Neuanfang. Na dann, willkommen in Ihrem neuen Leben. Klingt super. Okay, brechen wir auf. Wir haben keine Zeit für so viel Smalltalk. Was ist los? Wow! Okay. Muss das so sein? Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegriffen. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Lass mich raten, da wo es explodiert ist vielleicht? Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Okay. Ich will versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Drücken Sie G, um Ihren Scanner aufzurufen. Ah, ja stimmt, darüber habe ich gelesen. Wir können damit auch andere Objekte scannen und damit irgendwelche Forschungspunkte bekommen. Dieses Element funktioniert einwandfrei. Ich weiß, dort ist es ja auch nicht explodiert. Wie wär's denn mit dem da? Da hat es doch Bums gemacht gerade. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Siehst du? Wusste ich doch. War doch klar. Wenn ihr mir sagt, wie? Ah, okay. Wenn es weiter nichts ist. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Wir sind im Grün bereit. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Ach, gerade erst angekommen und schon den Tag gerettet. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Ich bin ein Held. Man stellt sich vor, alle die Leute, die noch schlafen hätten, umkommen können. Und ich habe sie alle gerettet. Ich bin so super. Okay, brechen wir auf. Achso, kann ich mit dir jetzt reden? Nein, du bist immer noch nicht. Na gut, dann gehen wir weiter. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das Abenteuer beginnt. Ich bin nicht schuld. So, schauen wir doch einfach mal hier rein. Ereignis-Tracking-Logs, automatische Logs, Berichtsdurchlauf 2819, Identifikator QPA-Z. Ja, Ereignis. Okay, 2185, Aufbruch ist klar, Prozeduren bestätigt, im selben Jahr die Stase-Abriegelung, ein Jahr später anomale Com-Sensor-Werte. Na, das klingt doch super. Dann mal ein kurzer Sprung von fast 200 Jahren, Kursabweichung registriert, macht nix. Okay, Kurs korrigiert, sehr schön. Die anderen Arschen sind noch in Ordnung, auch noch ein ganzes Stück später. Ich finde schön, dass die für Sprünge machen. Sensorgitterfehler, ach warum nicht? Wir haben mal ein paar Sensoren, die ausfallen, macht ja nichts. Und die Reparatur ist fehlgeschlagen, na das ist doch total beruhigend, muss ich mal so sagen. Ja, und nochmal ein 350-Jahres-Sprung, ohne dass was passiert. Sind wir angekommen, alle werden aufgeweckt und die anderen Arschen werden nicht gefunden, genauso wie die Nexus ist ja, das klingt ja großartig, alle Sensoren immer noch kaputt, alles ist im Arsch, aber hey, was willst du machen? Wir sind halt mitten im Nirgendwo, wir sind auf uns selbst gestellt. Sonst noch was? Irgendwer hier? Nö. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Jo, let's roll. Halt, warte. Nein, der Typ, der sich damit am besten auskennt, ist noch in Stase. Das ist ein Problem. Ich hab die Pläne. Sieht ziemlich simpel aus. Ist irgendwas simpel, wenn du 2 Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt bist? Im schlimmsten Fall treiben wir dahin, bis die Nexus uns findet. Maschinenraum. Ich bin nicht sicher, dass das wirklich der schlimmste Fall ist. Was meinst du damit? Ich habe eine Funkmeldung gehört. Captain Dunn klang ziemlich besorgt. Besorgter, als ich sie je gesehen habe. Ich würde mir nicht zu viele Sorgen machen. Sie ist gut. Und wir haben Rückfallpläne für so ziemlich alles. Ja, für alles, was wir in der Milchstraße kannten. Das hier ist eine neue Galaxie. Genau, was soll schon schief gehen? Let's roll, komm, brech mal auf. Es wird Zeit. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter.
Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Also auf dem Schiff bleiben oder runtergehen? Ich würde sagen, wir sollten erstmal die Probleme auf dem Schiff in den Griff kriegen, bevor wir auf eine vollkommen unbekannte Welt runtergehen, oder? Also, ich meine, wäre das nicht irgendwie ein bisschen sinnvoll? Von daher bin ich dafür, sie hat das Kommando hier. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Oh, Planet gefunden! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Woran macht ihr das fest? Ich habe keine Ahnung. Ich will ja eigentlich nicht darunter, ehrlich gesagt. Von daher... Stimmt. Der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Warte, ihr habt seit 600 Jahren keine neuen Scans mehr gemacht? Und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Ach, quark doch nicht. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Oh, der Mann verliert keine Zeit. Wahnsinn. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Ja, und vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum die seit 600 Jahren keine neuen Scans mehr gemacht haben. Ich meine, okay, die Sensoren an Bord sind teilweise kaputt gegangen und wahrscheinlich haben sie nicht für alle Möglichkeiten irgendwelche Sensoren und Scanner an Bord, aber zumindest so ein paar Scans hätte man schon nochmal auch nach dem Aufbruch machen können, oder? Naja. Vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, die machen Scans von dem Planeten und sagen sich dann, ah, 600 Jahre alt. Die Sache ist aber, wenn das 2 Millionen Lichtjahre weg ist, dann sind die Scans nicht bloß 600 Jahre alt, sondern die Daten, die ankommen, sind 2 Millionen und 600 Jahre alt. Weil das Licht, beziehungsweise alle Wellen, die halt ankommen, die gescannt werden können, die von Sensoren aufgefasst werden können, eben auch die Zeit brauchen, bis sie da sind. Von daher ist es totaler Unsinn, nur von zu Hause aus einen Scan zu machen und dann darauf zu vertrauen, dass alles in Ordnung ist. Man muss schon unterwegs, wenn man ein bisschen näher dran ist, dann nochmal welche machen. Aber hey, ich will euch ja nicht dazwischen funken, ne? Ja, er wird dickköpfig sein, nehme ich an. Aber geben wir ihm eine Chance. Er ist unser Vater. Das wird schon funktionieren mit ihm. Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Ich halte das Ganze ja für ein bisschen übereilig. Aber naja. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Na klar doch. Okay. Sie sollten ihren Helm holen.
Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Okay. Wir schauen uns generell ein bisschen um, würde ich sagen, denn hier liegt doch auch schon ein formschönes Datenpad, das darauf wartet, von uns betrachtet zu werden. Handbuch für Pathfinder-Teams. Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, also Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen und allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Klingt super. Haben wir auf jeden Fall was zu tun. Okay, wir stöbern mal ein bisschen in fremden Spinden rum. Durchhalten, Sarah. Okay, dazu musst du ihren Spind aufmachen, um an sie zu denken. Alles klar. Und bei Papa? Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Na dann. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Ach, du kannst doch den Anzug pinkeln, das geht schon. Der ist doch bestimmt dicht. Würde mich wundern, wenn nicht. Hast du es zumindest warm und feucht an den Füßen? Also zumindest am Anfang. Irgendwann wird es wahrscheinlich kühl. Pathfinder Feldhandbuch. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- oder Todesgefahr befinden. Klingt verständlich. Selbst wenn Sie an der Milchstraße Berge gesehen haben, kennen Sie die in Andromeda noch nicht. Okay, so. Und wo ist da die goldene Gelegenheit? Eine Sekunde. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Ja, also ich würde sagen, die Sensoren sind gestört. Wir sollten wahrscheinlich ein bisschen sachlich sein, jetzt wo die Mission bald startet. Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Keine Sensordaten. So, dann sammeln wir doch mal unseren Helm ein. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Das war eine Riesenaufgabe. Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Na klar doch. Nee, war eine Riesenaufgabe, muss ich schon sagen. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Ich hab euch die Musik ausgemacht. Das tut mir leid. Ich mach sie wieder an. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der Laptop für die Musik hier zuständig ist. Ah, da ist der tolle Glücksstein. Was ist das denn? Der Glücksstein. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Ah ja, dieser Riesenstein. Also einerseits, wie hat das Ding ihn vor dem Absturz bewahrt und andererseits, warum schleppt er den mit sich rum? Das ist ein Riesenklumpen. Na gut, ist nicht mein Problem. So, wo ist jetzt, da drüben ist der Waffenschrank, okay. Wollen wir noch schnell unsere Waffe einsammeln? Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Du hättest hier ruhig ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber gut, du scheinst ja nicht so drauf zu stehen.